Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Heute mal mit Wigberg und Samstag, Sonntag auch nochmal mit Wigberg, wenn das hinkommt mit dem Hochladen. Und danach bin ich im Urlaub. Also ich werde vorproduzieren, keine Sorge, ihr kriegt selbst in der Woche, wo ich im Urlaub bin. Ja, Feuer. Es regnet, wieso brennt das? Selbst in der Woche, wo ich im Urlaub bin, kriegt ihr natürlich eure Videos. Ich werde da auch ein bisschen was aufnehmen, sind ja bloß, lass mich lügen, 4 Folgen. Sollte kein Problem sein. Jetzt gibt es ja erstmal 3 Folgen Wigberg, also heute Donnerstag, Samstag, Sonntag auch nochmal und danach geht's weiter mit anderen Mods. Und es scheint ein was Größeres zu sein. Mal sehen. Feuer 2, Obhofer Weg, ich hoffe kein Dachstuhlbrand, ansonsten mache ich das gleich weg und das wird nämlich nicht aufgenommen. Wenn es kein Dachstuhlbrand ist, machen wir natürlich weiter. Aber naja. So, ich bin also im Urlaub. Ihr könnt, Dachstuhlbrand. Wollte ich nicht. Na gut, ist wenigstens kein Scheunenbrand, ist nicht ganz so wild. Also den ziehen wir einfach mal durch. Ziehen wir einfach mal den Dachstuhlbrand durch und sehen wir danach weiter. Guck mal, hier ist sogar schon der erste fertig. ELW, HLF, Drehleiter und TLF fährt hinterher, beziehungsweise LF. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob der Startbildschirm recht hat oder das hier recht hatte. Fragt mich nicht. Wenn einer das weiß, sagt mal Bescheid. So. Dann wollen wir mal ausrücken. Also, ich bin jetzt im Urlaub. Mücke? Haha, ich habe sie gefangen. Ist ja geil. auf jeden Fall, so, was wollte ich sagen? Ich bin im Urlaub. Wenn dieses Video noch nicht raus, also wenn dieses Video kommt noch nicht. Aber wenn die dritte Folge hiervon kommt, ich fahre Sonntag los, genau. So, wir steigen hier jetzt mal alle drinne ein, weil. Ja. Steigt doch mal rein. So. Folgt mir mal auf Instagram. Ich glaube, da werde ich auch mal das ein oder andere Urlaubsvideo. Foto posten. So, einen brauche ich noch. Dankeschön. Gut. Blaulicht. Ihr könnt schon mal Status 3. Blaulicht. Status 3. Drehleiter. Drehleiterbesatzung vollständig. So, fahren wir geschlossen, ja, würde ich sagen, ne? Status 3. Und dann raus. Raus. Und raus. Sehr schön, und das TLF rückt nach. Zwei-Mann-Besatzung. Da sind auch mehr. Drei-Mann. Sind wir zu fünft auf dem TLF? Genau, das sieht doch gar nicht mehr so verkehrt aus. Gute. Schon mal Blaulicht an. Status 3. Und raus. Auf geht's in den Einsatz und. Mach doch Platz da. Gut. Wechseln wir mal die Map. Ach, noch nicht. Max, wechseln wir mal die Map. Immer noch nicht. Und jetzt aber. So, Mapwechsel. Ich hoffe, das sind gute. So, ich wollte auch meinen Timer starten, ne? Damit ich weiß, wie lange eine Folge geht, ne? Ich mache das jetzt mal nachträglich. Damit wir so halbwegs wenigstens wissen, wie spät das ist. So. Achso, folgt mir mal auf Instagram. Wenn ihr Lust habt, natürlich bloß Link ist in der Beschreibung unten drin. Weil dann könnt ihr mir beim Urlaub ein bisschen zugucken. Ich glaube, da werde ich auch mal das ein oder andere Video posten. Mal. Foto! Foto! Oder in die Story mal was rein. Mal sehen. Ne, also, wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram, Facebook und sonst wo. Abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder ja. So, genug Werbung für heute. Jetzt widmen wir uns erstmal dem schönen Dachstuhlbrand. Sind aber auch immer bloß die neu gebauten Gebäude. Nie sowas hier oder sowas oder so eins hier. Immer nur die neu gebauten.
Merkwürdig. Oder mysteriös. Weiß ich nicht. So, wir warten auf das Eintreffen unserer Löschzüge, der beiden Löschzüge 1 und 2 sind auf dem Weg. Ich habe mir so überlegt, den ELW werden wir hier nicht hinstellen. Also Drehleiter hierhin, HLF hierhin. Ja, keine Ahnung. ELW parken wir hier und macht da die Straße dicht oder was? Also den alten, den LF, das LF hierhin. Und den anderen von Wache 2 müsste hier, oder vom Löschzug 2 müsste Fahrzeug dahin. 2 hört. Auf dem Weg. So, Status 4 und 5 direkt hinterher. Fahrzeug 4 hört. Status 4, du hältst Schon hier. unterwegs. Ha, das reimt sich! Fahrzeug 1 hört. Status 4, fährst nach Schon da. unterwegs. Das hat sich nicht mehr ganz so doll Feuerwerk gereimt. Berg 11, ELW 11 von Leiter auf 1 bekommen. Erste Lagemeldung, Feuer, Erste Dachstuhl. Lagemeldung, Anlassstelle, Dachstuhlbrand. Fahrzeug 4 hört. Brennt. Fahrzeug 1 hört. Teil der Wiederholen Sie. Dachstuhlbrand. Feuer droht sich auf gesamten Dachstuhl auszubreiten. Erste Lagemeldung, Anlassstelle, Dachstuhlbrand. Eingeleitet, vollkommen. Brennt. Das ist Fahrzeug natürlich 1 jetzt doof gelaufen. So, du kannst dir mal PA anziehen, bitte. So, Schlauch. Oh, ist das laut! Da ist das LF. Fährst bitte nach da. Du holst den Verteiler und du dir ein Standröhrchen. Obwohl, nee, Standröhrchen brauchen wir gar nicht. Ja, egal. Jetzt holt er es schon. Guck jetzt an den an. Du legst deinen Verteiler nach dort. Du kannst das direkt wieder weglegen. Du kannst dir aber noch einen Schlauch holen, weil wir brauchen noch einen Schlauch zur Drehleiter. Nee, brauchen wir gar nicht, ich weiß. Stimmt ja. Hat sich somit gerade erledigt. Meine schlaue Denkweise. Na, geh mal da. So, ran da. Du einmal beiseite. Ihr beide bitte an den Verteiler ran. Sehr schön, du holst dir Wasser. Und ihr könnt auch schon mal Status 4 und absitzen. Du fährst nach hier. Ja, wie komme ich da am besten hin? Vielleicht hier durch da. Also fährst du nach da. So, das läuft doch schon mal ganz gut. Dann baue ich jetzt erstmal hier nochmal auf. Du holst den Ver. Nee, ihr beide erstmal. Strahlröhrchen, du holst den Verteiler. Ist natürlich doof, dass der jetzt alles selbst aufbauen muss, ne? Also alleine. Aber egal. Halb so wild. Natürlich hätten ihm die PA-Träger auch helfen können, aber lassen wir das. So, du koppelst auch nochmal da an. Du legst den nach da. Ihr zwei beide wartet dann halt, bis der Schlauch fertig ist. Egal, so du an den ran. Weil sieht realistischer aus, ne? Als wenn da jetzt die ganze Zeit die Drehleiter ohne Wasser löscht. Was ja normalerweise auch gar nicht geht, ne? So, hast du schon Status 4 gedrückt? Nein, du kannst auch schon mal absetzen. Versuche ich hier durchzugehen, mal sehen. Kuppelst an den ran. Oh, ich wollte gerade sagen, das sind aber viele Menschen. Nein, 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 nein. Scheiße, hast du AGT? Ja, dann hol dir mal ein neues Berg. Es ist natürlich jetzt doof gelaufen. Aber naja, was willst du machen, ne? Auch manchmal muss es doof laufen. Kann ja nicht immer gut laufen. So, du gehst schon mal da in Bereitstellung. Du holst den Verteiler. Das hat natürlich minder prächtig geklappt, aber halb so wild. Du holst dir Wasser. Das sieht gut aus und dann wird es gleich wieder ein relativ langweiliger Einsatz, weil wir einfach bloß warten darauf, dass es abgebrannt ist. Also, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ja. Gut, Anton, das war nicht lustig, aber ist ja egal. So, seid ihr zwei PA-Teile? Bist du AGT? Ja. Hol dir mal noch einen. Du bist keine. Du einer? Ja, du bist einer. Du hast ja auch ein PA-Gerät. Und einen könnten wir noch. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Ja, sehr schön. Kannst du dich auch nochmal umziehen. Weil wir das dann einfach so machen, dass der, dass an jedem
an jedem Verteiler sind ja jetzt zwei PA-Träger dran, theoretisch, noch nicht hier natürlich, so dass an jedem Verteiler dann drei PA-Träger dran sind. Nein, die Kuh holt sich gleich ein ganzes Strahlröhr. Also, vielleicht merkt ihr es in meiner Laderweise, wir haben es 0.06 Uhr, gerade zu diesem Zeitpunkt, dass ich wahrscheinlich schon nicht mehr ganz auf der Höhe bin, weshalb auch immer, fragt mich nicht. So, du da an den ran, du das und du da. Es geht natürlich alles schneller, aber schneller, besser, weiter, höher. Du nach da und du nach da. Und du nach da. Ach ja, das nächste Mal können ja eigentlich auch ein, zwei von denen hier noch die anderen beiden Autos unterstützen, aber halb so wild. So, du kuppelst an, bevor der leer geht. Eins, zwei, drei. Zack. Holst du noch einen Schlauch. So, welcher bist du? Du bist der mittlere. Ist der erste Rohr von diesen. Oder? Ja. Kannst mal nach da durchgehen. So, so viel Wasser, wie die da gerade reinpumpen. So, wo, apropos Wasser, wo kriege ich hier Wasser her? Da. Perfekt. Goody. So sieht das gleich mit der Drehleiter viel besser aus, wenn die ein bisschen ausgefahren ist. Wunderschön. Und wir machen gleich mal ein bisschen schneller. Du kannst, ja, zählt das jetzt schon unter, ich glaube nicht, dass das schon unter Kontrolle zählt, oder, Leute? Ich weiß es nicht. Hallo? Wieso löscht du nicht? Hier ist doch genug zu löschen. Ah, kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser. Ah. Oh. Anton, du bist ein Held. Ach ja, weißt du, bei dem noch sagen, hier bevor der kein Wasser hat, lege ich da mal einen Schlauch und bei dem hier, den vergesse ich komplett. Halb so wild. Hat sich ja jetzt bloß auf die andere Seite ausgebreitet, also pff, scheiß drauf. Lösch mal da. Ach ja, vielleicht sollte man das generell, so die Scheune oder so ein Dachstuhlbrand, einfach mal komplett abbrennen lassen. Weil in diesem Spiel, das dauert mir eh... Oh, der Schornstein brennt. Guck mal, der Schornstein... Oder das sieht bloß so aus, als wenn der Schornstein brennt. Aber es sah bloß so aus. Okay, hat sich gerade erledigt. Gut. Ja. Erzähl doch mal was. Ich habe gerade relativ wenig zu erzählen, denn... Weiß ich nicht. Ich fahre in Urlaub. Oder beziehungsweise, ich habe ja jetzt schon Urlaub. Ich hatte letzte Woche schon Urlaub. Es tut mir leid, dass übers Wochenende keine Videos kamen. Das tut mir leid. Oder kam nur Sonntag kein Video? Ich weiß es gar nicht. Egal. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu eng, falls mal kein Video kommt. Wäre doof, wenn ihr das krumm nehmen würdet. Aber naja. Diese Situation hatten wir im Livestream gerade erst am vorletzten Sonntag. Oder das nächste Mal einfach alles Schaumrohre. Alles Schaumrohre. 1000 Schaumrohre. Wir schäumen das ganze Haus ein. Lösch mal die Leiter da. Die hat's verdient. Ja, ist natürlich ärgerlich für so ein Haus, das gerade frisch gebaut ist. Können wir mal reingucken. Wer lagert denn da Paletten? Wieso lagern die denn da Paletten? Hallo? Guck mal, lagern hier Paletten. Was soll der Scheiß denn? Hauptsache, noch nicht mal neu gebaut und die lagern schon Paletten auf dem Dachboden. So, einmal kurz Ohr jucken. Das kann auch echt nicht wahr sein. Ja, lösch mal die Leiter da. Na. Hilfe. So, komm, lösch mal die Leiter da. Zack, Leiter aus. Natürlich schön schade drum. Dachdeckarbeiten gerade fertig.
Oh, und dann brennt es natürlich gleich komplett nieder, ne? Das wird mich, also, das hört sich jetzt ein bisschen sarkastisch an, aber ich meine das ernst. Das wird mich echt belasten. Das wäre so ärgerlich. Echt, ey. So. Mein Auge juckt. So. Meine Haare sitzen wie eine Eins. Halb so wild. Wenn es euch stört, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mir eine Glatze. Nein, ich mache mir keine Glatze. Nicht, dass ihr das hier noch denkt. Ich mache das wirklich. Vergesst es. Ich mache mir keine Glatze. Ach ja. Kommst du da drüben an? Durchdacht, na gut, ist ja abgebrannt, also kann man das schon mal machen. Trotz des immensen Wassereinsatzes konnte der Brand leider nicht rechtzeitig gelöscht werden. Zum Glück ist das kein Reetdach. Das wäre, glaube ich, eher unschön. Toll, jetzt habe ich ja meine Haare angesprochen, jetzt mag ich meine Haare auf einmal nicht mehr. Voll der Schnösel. Ah. Egal, die kriegt man heute eh nicht mehr hin. Ah. Das ist doof. Da sehe ich mein Bild, aber da ist die Kamera. Daher kann ich nicht dahin gucken und. Nee, kann ich nicht dahin gucken und da in meinen Kopf drehen. Da sehe ich Kacke. Ah. Egal, scheiß drauf. Ah! Guck mal, da kümmert man sich kurz um seine Haare und brennt der ganze Holzhaufen hier. So, erstmal drei Mann abbeordert hier zum Holzhaufen. Kannst auch mal nach da kommen. Ach ja, so. Sehr schön, können wir. Jetzt kann ich aber Feuer unter Kontrolle melden, würde ich fast behaupten. So, Status 5. Ich weiß, man kann das auch hier drüber machen, der Leitstelle rufen, dann ruft man die Leitstelle, aber wir lassen die Leitstelle uns mal rufen, wir sagen, wir haben Sprech von Charlo. Es sei denn, das funktioniert. Ah, ja, schönen guten Tag. Weitere Lagemeldung. Feuer unter Gewaltmeerrohre. Was ist Leiter hier? Ah, guck mal. Toll, das hat sich gelohnt. So, du kannst runterkommen. Komm mal runter. Kannst schon Minus machen. Räume mich schon mal ein bisschen auf hier. Kannst dich nochmal anziehen. Du kannst mal, genau. Zurückbringen. Weil wer weiß, wie viele Leute da jetzt auf eine Stelle löschen. Kann nicht gesund sein. Kann definitiv nicht gesund sein. So, Minus. So, du kannst auch schon Minus machen und du auch. Es ist hier auch noch die Leiter. Lösch mal die Leiter. Achso, waren nicht wir gemeint mit HLF20. Okay, ich sehe es ein. So, Drehleiter kannst du schon mal wieder abbauen. So. Zack, zack. Dann können wir schon mal ein Fahrzeug komplett aus dem Einsatzdienst rausnehmen hier. Also nicht aus dem Einsatzdienst, sondern aus der Lage hier aus. Na. Hier von den Löscharbeiten entfernen. So, dann legt das mal auf die Drehleiter. Müsste ja eh noch einer von Dings sein, von den vom HLF. So.
Dann kannst du das mal zurücklegen und dir den Verteiler, obwohl du kannst ja auch den Verteiler holen, dann machst du das Auto ab von der Schlauch. Minus und zurücklegen. Sehr schön. Guti, du kannst den noch darauf zurücklegen. Dahin zurücklegen und dann kannst du dich auch umziehen. Gut. Den legst du auch zurück. Und dann müsste das für das LF gewesen sein hier. Fünf Leute, das passt. Kannst dich auch umziehen. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt noch großartig brennt. Ja, die löschen wahrscheinlich alle an einer Stelle, ne? So, was haben wir hier noch? Hier ist auch schon mal so weit alles weg, was geht. An sich könnt ihr auch schon mal Minus machen. Das sollten die auch alleine hinkriegen. So, du gehst mal nach da. Nein, hier wo... Kann man alles doppelt und dreifach erzählen, interessiert eh keinen. Nein, Scherz. So, gehört da noch was hin? Nein. Sehr schön, endlich, Aufgabe abgeschlossen. Was löscht du da noch? Müsste reichen. Sehr schön. Wunderprächtig, wunderprächtig. Haben wir das auch erfolgreich abgeschlossen? Geben wir gleich mal eine Rückmeldung. So. Du legst den auf das Rad zurück und du baust schon mal den Verteiler zurück. Einsatz, Abschlussmeldung, Brandeinsatz, Feuer gelöscht. Was war das denn gerade? Er tanzt da erstmal. So, zurücklegen. Alles muss hier wieder an seinen rechten Platz, ne? Sonst fehlt das eventuell im nächsten Einsatz und das wollen wir ja nicht. Gut, ich glaube, du kannst schon mal die Schotten dicht machen. Geräteräume schließen. So, du ziehst dich auch schon mal um. Du legst den dahin zurück. Du legst den dahin zurück. Du ziehst dich um. Das ist ja ein bisschen doof, dass das nicht einzeln geht, ne? Hatten wir jetzt einen 18-Minuten-Einsatz. Alter, ich bin begeistert. Oder wohl eher vergeistert, dass das so lange gedauert hat. Den Verteiler darf ich nicht vergessen. Gut. Kannst schon mal die Pumpe ausmachen. Ihr könnt schon mal aufsitzen. Schon mal in Status 1 gehen. Minus. Ihr holt noch euren Verteiler und den... Würde ich sagen, absetzen, abrücken. So, du machst auch deine Gerätefächer zu. Zack, dahin. Na, kommt, Leute, aufsitzen. Du machst deine Pumpe aus, du legst das zurück, du legst das zurück. Und ja, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Einsatz. Bis dahin. Es war mir eine Ehre, ein Video für sie gemacht zu haben. ja, Guti. Haut rein, bis dahin. Tschüss.